Ja, hallo. Endlich habe ich es geschafft, das von euch so gewünschte Video über meine Meisterarbeit zu machen, den Vergleich von verschiedenen Varroa-Behandlungsmethoden. Ich weiß, die letzten ein, zwei Wochen wirklich stark eingespannt und wie gesagt, habe es jetzt leider erst geschafft. Gleich im Anschluss habt ihr dann seht ihr eine Auswahl an Folien einfach, an einer kleinen Präsentation. Und alle die mir geschrieben haben, es waren relativ viele, muss ich sagen, dass sie die komplette Arbeit mal gerne sehen würden wollen. Aber es ist ja noch viel mehr, was ich da jetzt nachher vorstelle. Da sind noch mehr Beschreibungen, da sind noch mehr Daten drin. Da habe ich eine Lösung gesucht, habe bei verschiedenen, so gibt es Online-Verlage, wo man das hochladen kann und wo ihr das dann beziehen kann. Das war mir aber letztendlich für euch einfach zu teuer, ne? Also da hätte ich kaum was bekommen und ihr hättet da unheimlich viel Geld dafür gezahlt. Das hat mir nicht so gepasst. Und ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Ihr selber wisst ja, was euch das wert ist. Ich tue in die Videobeschreibung, setze ich einen PayPal-Link. Ihr könnt mir einfach einen kleinen Betrag zukommen lassen, den investiere ich in diesen Kanal und schaut einfach, dass ich irgendwie eure E-Mail-Adresse bekomme. Aber ich glaube, das steht ja dann mit PayPal mit da drinnen. Und dann schicke ich euch einfach die Datei als PDF. Ich denke, das ist so ein ganz guter Kompromiss, ne? Ich meine, ja. Das denke ich mal. Ja, es ist relativ tief umfangreich. Also die Arbeit an sich besteht ja aus etlichen Populationsschätzungen. Also es war vom Zeitaufwand immens. Also das werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen, wie viel Zeit man in diesen Populationsschätzungen verbringen kann. Aber gut, lassen wir das mal. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einer kleinen kurzen Präsentation, einem kleinen Ausschnitt. Und Fragen schreibt einfach in die Kommentare. Ja, jetzt hier wie besprochen eine kleine Präsentation oder ein paar Folien, ein paar Bilder zum Thema. Also ich habe damals ja den Nassenheiter Verdunste Professional und die Medizinflasche ohne Teller und den Liebig-Dispenser miteinander verglichen. Der ganze Aufbau war im Prinzip so, es waren insgesamt 30 Völker, jeweils 10 pro entsprechenden Verdunster dann eben. Die standen dann auch separat, die wurden am Anfang ungefähr so rausgesucht, dass sie alle im Großen und Ganzen gleich stark sind. Vom Ablauf seht ihr das hier, da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber es war im Prinzip immer eine Milbenzählung, Populationsschätzung, Behandlung, also so die Farben, ne? Beginnend im Ende Juli 2014, dann den ganzen Herbst über regelmäßig Populationsschätzungen, Behandlungen, der Milbenbefall wurde erfasst, es gab die Abschlussbehandlung mit dem Oxuvar, dann hier entsprechend im Dezember und auch daran anschließend wurden nochmal die Milben erfasst und letztendlich dann die letzte Populationsbehandlung im März 2015. Nur, dass ihr wisst, wo kommen die Zahlen her. Also wie gesagt, im schriftlichen Teil sind da noch viel mehr Zahlen, da kann ich aber jetzt einfach oder nicht im Detail drauf eingehen. Hier die Mittelwerte von der Verdunstungsmenge. Wir haben ja ungefähr diese 15 Milliliter tägliche Verdunstungsmenge an Ameisensäure, die wir brauchen, um eine Wirksamkeit zu bekommen. Und da sind wir hier eigentlich beim Nassenheiter ganz klar, beim Liebig-Dispenser auch und beim Mod im grünen Bereich. Ne, wir sehen das hier nochmal detailliert in der Mitte. Das ist die Medizinflasche ohne Teller. Das ist und nein, das ist der Liebig-Dispenser. Und dann ganz rechts die Medizinflasche ohne Teller mit der geringsten Verdunstungsrate. Dann haben wir hier die Mittelwerte vom natürlichen Milbenfall, jeweils an verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Auch hier sieht man eigentlich wieder,
dass zu Beginn die Völker Nassenheit und Liebig relativ gleich sind. Und der Milbenfall nach der Winterbehandlung ist einfach so bei Medizinfleisch ohne Teller am meisten gefallen. Das deutet einfach darauf hin, hier gibt es den größten Befallsgrad und es nimmt dann natürlich über die Zeit deutlich ab. Hier diese Brot, also der Befallsgrad bezogen auf die Bienenmasse, also Populationsschätzung in Einklang oder in Verhältnis zum täglichen Milbenfall. Und da sind wir eigentlich auch, man muss von 10 Völkern ausgehen pro Gruppe. Ne? Das ist jetzt statistisch ja nicht so die Riesenmasse, auch sehr ähnlich. Die Population auch sehr ähnlich, auf jeden Fall beim Nassenheiter und beim Liebig. Bei Mott entsprechend etwas schwächer. Mott ist ja eben eine Kurzzeitbehandlung. Und da wir sehen es gleich auf den nächsten Folien, da haben wir etwas Probleme bei der Brutentwicklung. Also das scheint die Brut etwas stärker zu schädigen als jetzt die beiden anderen Varianten. Sowohl bei hier in der verdeckelten Brut als auch in der folgenden Folie bei der offenen Brut. Na, das sehen wir jetzt hier. Da haben wir bei hier gehen die Völker bei Liebig und Nassenheiter offensichtlich nochmal in Brut, bei Mott dann eben nicht und sind dann auch tendenziell eher im unteren Bereich von diesen drei Varianten. Die Wirtschaftlichkeit, das sind verschiedene. Macht euch hier mal die Pause. Wenn es euch interessiert, schaut es euch genau an, die Zahlen. Es ist einfach immer gerechnet, die Ameisensäure, wo ich mehr brauche beim Nassenheiter. Er ist teurer, ich habe also eine höhere AFA, eine höhere Abschreibung. Ich spare dafür natürlich bei den Fahrtkosten ein, weil ich eben nur 2 Behandlungen habe oder am wenigsten Behandlungen notwendig waren und deshalb ist er in Summe unten in dieser Variante die günstigste Variante. Ja, ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe lange ja gesucht, wie ihr wisst, nach dem Programm, das mir die Präsentation irgendwie aufzeichnet. Habe jetzt auch nur kostenlose Programm gefunden in 5 Minuten. Deshalb musste ich es ein bisschen durchreißen. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen so ein Fazit geben. Ein paar Hintergründe nochmal. Also ganz klar gewogen wurde die Ameisensäure, also die Verdunstungsmenge. Einfach immer jeden Tag die Dispenser gewogen. Da gab es Probleme mit der Waage. Ne? Also man muss die Zahlen da ein bisschen vorsichtig nehmen. Die Waage hatte offensichtlich eine relativ hohe Toleranz. War ja auch hier mit draußen, mit Kälte, warm und so. Also da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, die nicht aufs Gramm genau auslegen. Die Wirtschaftlichkeit ist auch klar, ich meine, im Großen und Ganzen ist es einfach abhängig von der Fahrtstrecke und von der Standgröße. Das ist auch ganz klar. Ich meine, das waren jetzt beispielsweise 10er-Stände, die alle relativ dicht um mich rum waren, also um meinen Wohnort. Mittlerweile sieht es bei mir auch komplett anders aus. Dann habe ich Stände mit 30 bis 40 Bienenvölker, muss auch ein bisschen weiter fahren. Also im Großen und Ganzen sind es immer noch die Einflussfaktoren, einfach diese Wegstrecke, die Arbeitszeit, wo auch sicherlich momentan in meinem Betrieb immer noch, wenn Ameisensäure, dann diesen Nassenheiter, da stehe ich ja auch dahinter. Zum einen anwenderfreundlich, zum anderen eben relativ schnell ins Volk gebracht, relativ gleichmäßige Verdunstungsrate und was man in den vergangenen Folien ja im Prinzip erahnen konnte. Wie gesagt, in der schriftlichen Arbeit ist das ein bisschen detaillierter, auch eine relativ solide Verdunstungsbasis. Mittlerweile muss man kritisch anmerken, oder als Fazit würde ich das sicherlich anders untersuchen. Also ich würde nach wie vor den Nassenheiter verdunstet professionell da mit reinnehmen in diesen Versuch, aber ich würde das Schwammtuch von oben dazu nehmen. Das machen ja viele meiner Berufskollegen. Und dann noch eins der oder zwei der in neueren Zeit zugelassenen Mittel. Ne? Also ob ich die jetzt in der Praxis anwende, weiß ich nicht.
Auch würde ich mir wirklich überlegen, das mit der Brutentnahme. Weil da bin ich jetzt dieses Jahr echt super damit gefahren. Und das habe ich euch ja gesagt, das will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr im größeren Stil nochmal ausprobieren, weil da bin ich wirklich positiv überrascht. Das ist ja auch eine super schöne Möglichkeit der Vermehrung. Ich denke, das werde ich, wenn sich das nächstes Jahr wieder bewahrheitet, in meine Betriebsweise eigentlich fest integrieren. Das muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hatte ich ja davor zwar auch schon mal ausprobiert, aber jetzt nie in dem Umfang und ja, also eher so als Spielerei, ne? Und jetzt wirklich, wie gesagt, ganz, ganz toll. Man kommt um dieses Thema Ameisensäure im Prinzip so wie es jetzt aus drumherum. Ich habe jetzt momentan einen Stand, da bin ich gerade so am Überlegen, noch, ob ich da dann nach dieser Brutentnahme jetzt dann doch nochmal mit Ameisensäure behandle, weil da sind die Milbenzahlen zwar noch für mich im grünen Bereich, aber im relativ hohen grünen Bereich. Und bei den anderen beiden Ständen ist das eigentlich kein Thema. Da stellt sich für mich die Frage nicht, dass ich da jetzt noch mit Ameisensäure behandle. Ja, also wie gesagt, das sind so mal die Kurzsachen. Ihr müsst vielleicht bei dem einen oder anderen auf Pause machen. Also es tut mir leid, ich hab gesucht nach Programmen und habe auch verschiedene installiert, aber es sind halt diese 5 Minuten, war ich bei allen, wo frei sind. Und ich möchte eigentlich jetzt ungern für ein Video da 30 oder 40 Euro für so eine Lizenz ausgeben. Das lohnt sich für mich nicht. Ich habe auch was Kostenfreies versucht, aber da bin ich auch nicht klar gekommen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wie gesagt Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann schauen wir, dass wir die auch beantwortet bekommen. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss, ade.